hatte Porsche auch schon die Markenweltmeisterschaft gewonnen, aber ein Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans war dem Zuffenhausener Werk nicht vergönnt gewesen. Wird es bei diesem Rennen klappen? Es ist imponierend, wenn in der ersten Runde der Pulk von 56 schnellen Wagen über die erste Kuppe nach Start und Ziel fährt und dann die Linkskurve anbremsen muss. Hier muss wirklich auf den Zentimeter genau gefahren werden und man muss im Rückspiegel genau sehen, ob nicht ein schnellerer Wagen von hinten ankommt und noch überholen will. Die erste Kurvenfolge in Le Mans nennt man ganz einfach die Esse. Es ist eine Links-Rechts-Links-Kurve, dann folgt eine kurze Gerade und dann kommt Tertre Rouge, eine Rechtskurve, von der aus man auf die lange Gerade kommt, 5,5 Kilometer mit Vollgas. Le Mans ist ein Kurs, wo die Wagen im fünften Gang auf Höchstgeschwindigkeit übersetzt sind und das heißt heute bei den Sportwagen mit 5 Liter Hubraum 340, 350, ja sogar noch knapp über 350 Kilometer pro Stunde. So schnell geht ein 917, natürlich auch ein 5 Liter Ferrari. Solche Geschwindigkeiten auf normaler Straße, das bedarf genauer aerodynamischer bei Seitenwind. In Le Mans ist es gewöhnlich immer etwas windig und es gibt kaum ein 24-Stunden-Rennen, bei dem nicht ab und zu ein Regenschauer niedergeht. In dem Mann und Dick Atwood vorne, die sich im Anfang etwas zurückgehalten haben. 24 Stunden sind lang und nirgendwo gilt der alte Rennfahrerspruch mehr, erst am Schluss wird zusammengezählt. Unter den Augen von Dr. Porsche fährt die Startnummer 23, der von Porsche Salzburg gemeldete 917, dem Sieg entgegen. Beim letzten Boxenstopp übernimmt Hans Herrmann von Dick Atwood den Wagen. Währenddessen fährt in der GT-Wertung ein neuer 914-6, gemeldet von Sonoto, dem französischen Porsche-Importeur, besetzt mit den Fahrern Chasseuil und Ballolena, dem Sieg in seiner Kategorie entgegen und wird sogar Sechster in der Gesamtwertung. Es geht dem Sieg entgegen. Endlich hat es Porsche geschafft. Zum ersten Mal Gesamtsieg in Le Mans. Und nicht nur das, auf den zweiten Platz kommen Larousse und Kausen ein, die einen 917 des Martini-Teams fahren. Auf dem dritten Platz landen die beiden Österreicher Rudi Linz und Dr. Marco mit einem Porsche 908. Dann erst kommen zwei Ferrari. Die Spitzenwagen der Italiener haben die 24 Stunden nicht durchgehalten. Ein großer Sieg für Porsche. Linz, Dr. Marco gewinnen dazuhin die Indexwertung und Hans Herrmann freut sich besonders. Er zieht sich mit diesem Sieg vom aktiven Rennsport zurück. Hinter einem Führungswagen mit normalem Straßentempo wird eine komplette Einführungsrunde gefahren. Man nennt das einen Indianapolis-Start, weil er drüben in Amerika in Indianapolis erfunden wurde. Es ist für einen 600 PS starken Sportwagen nicht interessant, ob er nach 2 oder 3 Sekunden anspringt. Nach der Einführungsrunde schert der Führungswagen aus und dann geht es wirklich los. Dann ist das Rennen offiziell gestartet. Und schon liegt ein Porsche 917 vorne. Es ist Pedro Rodriguez. In den Essen, in diesen Schlängelkurven, 1,5 Kilometer hinter Start und Ziel. Die
roten Ferrari und Alfa Romeo sind für die Porsche-Streitmacht natürlich die härteste Konkurrenz. Früher fuhr man die 24 Stunden mit gewissen Reserven, versuchte den Motor und die Bremsen einigermaßen zu schonen. Heute beginnt Le Mans wie ein Grand Prix-Rennen. Die Ferrari, die Porsche, die Alfa Romeo, sie fahren absolut voll. In der dritten Runde stellt Rodriguez bereits einen neuen Rundenrekord auf. Er führt vor Larousse und Siffert, an vierter Stelle ein Ferrari unter Giancantella, fünfter Mark Donohue. Nach 3 Stunden Rennzeit liegt der Durchschnitt bereits bei 234 Stundenkilometer. Der 917 unter Rodriguez Oliver immer noch vorne. Elford Larousse dahinter, der beste Ferrari von Donohue und Hobbs jetzt auf dem dritten Platz. Nach 6 Rennstunden abends um 10 Uhr führt immer noch der Porsche 917 mit Rodriguez und dem Engländer Jackie Oliver. Josef Siffert auf dem zweiten Platz. Die Zuschauer bleiben die Nacht über da. Für sie gibt es im Inneren der Strecke Karussells und Schießbuden, Halligalli und Striptease, fast ein komplettes Nachtleben. Le Mans ist ja so etwas wie ein Volksfest. Boxenstopps bei Nacht. Die Monteure finden keinen Schlaf. Alle 65 bis 70 Minuten kommen die großen Sportwagen zum Tanken herein. Müssen die Reifen und das Öl kontrolliert werden, nimmt man Fahrerwechsel vor. Es ist ungeheuer wichtig, in der Nacht das Tempo zu halten. Und alle sind froh, wenn die Dämmerung kommt. Vor der Zielgeraden gibt es jetzt eine Schikane. Man muss hier auf den zweiten Gang herunterschalten. Die Schikane wurde aus Sicherheitsgründen eingebaut, damit die Fahrzeuge nicht so schnell an den Boxen vorbeifahren. Mitten unter den Sportwagen kämpfen auch die Gran Turismo-Fahrzeuge um den Sieg in dieser Sonderwertung. Die 911 und die 914-6 gegen die großen Chevron. Die Nummer 17 stoppt an den Boxen. Und man wird einige Sekunden später sehen, dass dieser Wagen nicht mehr zu reparieren ist. Dass Siffert enttäuscht das Rennen aufgibt. Rodriguez und Oliver sind durch Boxenstopps weit zurückgefallen. Eine halbe Stunde lang liegt jetzt der Ferrari von Vaccarella und Giancantella an der Spitze. Aber dann muss auch er mit einem Maschinenschaden aufgeben. Die letzten Stunden stehen ganz im Zeichen der Nummer 22. Das ist der 917, der vom Martini-Team gemeldet wurde. Der Wagen, den der Österreicher Dr. Helmut Marko und der Holländer Gijs van Lennep fahren. Sie führen souverän vor einem zweiten Porsche 917 mit dem Engländer Dick Atwood und dem Schweizer Herbert Müller. Erst an dritter Stelle folgt ein Ferrari. Und die GT-Wertung gewinnt ein 911S der beiden Franzosen Turul und Anselme. In 24 Stunden 5.335 Kilometer. Das ist für Marco van Lennep ein Gesamtdurchschnitt von 222,3 Kilometer in der Stunde. Ein neuer Rekord für die harten 24 Stunden von Le Mans. Finnunen hat einmal mehr den besten Start vor Kausen und dem BRM Chevy von Hogan Gainley. 25 Runden, das sind fast 170 Kilometer, haben die Fahrer pro Lauf zurückzulegen. Willi Kausen, der im Training mit 1 Minute 58 Sekunden, das entspricht einem Stundenmittel von 207 Kilometern, einen neuen inoffiziellen Rundenrekord für Hockenheim aufgestellt hatte, kann das vorgelegte Tempo des fliegenden Finnen nicht mithalten. Das Getriebe an seinem Wagen arbeitet nicht einwandfrei. Schaden an seinem BRM ausscheiden. Jetzt gibt es am Sieg von Leo Kinnunen keinen Zweifel mehr. Schonen für Leo Kinnunen. Der Marschallwagen führt das Feld ins Motodrom. Reihenfolge Kinnunen, Kausen, Müller, Kellenas. Und dann der fliegende Start. Helenas auf dem McLaren-Nest.
inzwischen allein auf weiter Flur, fährt präzise wie ein Uhrwerk seine Runden und gewinnt unangefochten. Krausen macht aus dem Deutschlanddebüt der Turbo Porsche noch einen verdienten Doppelsieg, während Helmut Kellerners einmal mehr Dritter wird. Im zweiten Lauf will das Krausen-Team kein Risiko mehr eingehen. In der Pause hat man den Turbo Porsche mit standfesteren Langstreckenbremsen ausgerüstet. Und diesmal gelingt es dem Deutschen, den Finnen in Schach zu halten. Allerdings geht die Rechnung auf Sieg für Willi Krausen nicht auf. Die Addition der beiden Durchgänge ergibt wieder ein Plus für Leo Kinnunen und gleichzeitig ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Am Vortag wurde er 29. As the green flag dropped, the Porsche immediately shot into the lead, outdragging Revson down the pit straightaway and through turns 1 and 2. Mark, enjoying his obvious advantage, settled back and began to open up his lead. Porsche suddenly began to lose power, was passed and headed into the pits. Evidently, there was a loss in power, and when the car came in, we weren't sure what the problem was. And once it was diagnosed, it was a problem. The race had been taken. The race itself soon took on what had become a familiar plot. Both Porsches jumped into the lead and were running as if they were out practicing with no other cars on the track. Mark ran much of the race in the lead, enjoying the car he had worked on so hard to help develop into a winner. In previous years, the McLarens were the cars seen running 1-2. But now, a new challenger had taken over the top spot. Following the strategy, which had been laid down before the race, George took over the lead in one. He moved past Holm and caught up with Vollmer. Since George had already won the championship for Porsche and the Penske team, there was nothing to stop Mark from racing Vollmer for the win. Before long, he passed George and seemed destined to win his second Can-Am of the year. But the luck, which had spotted his performances all season, struck again, and Mark cruised into the pits. Just prior to the end of the race, Mark developed some sort of a high-speed wobble or aerodynamic drift in the car in the straightaway. It turned out after the race was over, if he would have won the race and George second, we would have finished first and second in the Can-Am Championship. Mark went back onto the track and put on a good show. But again, he knew that a victory was out of his reach. This left the responsibility to fall again to George Vollmer, who soldiered on with a solid lead in hand. George held on, and on his 61st tour of the circuit, picked up the checkered flag, won the race, and brought the 1972 Canadian-American Challenge Cup Series officially to a close.